Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute sind Sie dran. Entschuldigung, falsche Betonung. Ich wollte sagen, heute sind Sie dran. Aber womit? Das werden wir gleich klären, nachdem wir einige organisatorische Fragen zunächst mal in den Vordergrund gestellt haben, und zwar das Thema Prüfungsanmeldung. Das ist ja jetzt in den nächsten Tagen wieder fällig. Denken Sie bitte daran, wenn Sie sich für die Prüfung Digitaltechnik anmelden, dass Sie unbedingt auch das Praktikum anmelden. Das ist eine separate Prüfung unter einer separaten Prüfungsnummer. Und wenn Sie das vergessen auf Ihrer Liste, dann kann ich Ihnen nachher Ihr schönes Testat nicht eintragen. Also beides separat im HIP ankreuzen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ich möchte Sie heute mal, wo ich das Thema Prüfung erwähnt habe, in die Lage versetzen und in die Verantwortung zwingen, mal selber die Rolle des Prüfers einzunehmen und sich eine Prüfungsaufgabe auszudenken in einer Form, wie Ihnen dies vielleicht auch in der Prüfung am Ende dieses Semesters begegnen würde. Wir haben zum Ende dieses Semesters, genauer gesagt am 10.7., das ist ein Samstag, diese Prüfung als Take-Home-Examen. Das bedeutet, Sie bekommen von mir morgens so gegen 9 Uhr über Relax Prüfungsaufgaben ausgehändigt. Die können Sie sich runterladen. Und dann haben Sie 8 Stunden Zeit, diese Aufgaben zu bearbeiten. Diese Aufgaben umfassen neben den klassischen Rechenaufgaben, in denen Sie Schaltungen konstruieren sollen, auch Konstruktionsaufgaben und Simulationsaufgaben auf dem Rechner. Das heißt, all das, was Sie in der Prüfung berechnen, sollen Sie mir dann auch als funktionierende Logikschaltung in Logic Circuit nachweisen. Die Ergebnisse werden Sie dann später zusammen mit Ihren schriftlichen Unterlagen wieder hochladen und ich werde Ihre Prüfung danach bewerten, wie gut Sie in der Lage waren, meine Spezifikationen umzusetzen in ein funktionierendes Konstrukt, also funktionierend in der Simulation. Und das Thema, das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ich möchte Ihnen mal zeigen, sagen, wie Sie eine Prüfungsaufgabe erstellen sollten, so dass Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen die wiederum entgegennehmen, selber bearbeiten können, um dann nachzuweisen, dass Sie die Schaltung synthetisieren können mit einer Logikminimierung und anschließender Simulation in Logic Circuit, um dann nachzuweisen, dass das auch funktioniert. Worum wird es jetzt gehen? Sie erhalten von mir gleich wieder Links zu einem Google Jamboard. Und auf diesem Jamboard kriegen Sie von mir Folgendes zu sehen. Ein etwas abgewandeltes Template, wie Sie es schon beim letzten Mal kennengelernt haben, nur dass diesmal hier keine Aufgabenstellung drin steht. Ich möchte, dass Sie sich gleich in den jeweiligen Arbeitsgruppen, ich schicke Sie dazu wieder in die entsprechenden Räume, eine Aufgabenstellung überlegen, so wie sie typisch für eine Prüfungsaufgabe sein könnte. Hier geht es also um die Logikminimierung mit DMF, KMF, NDMF. Sie überlegen sich eine logische Funktion, die Sie hier spezifizieren, mit Einsen und Nullen und ein paar Don't Cares und überlegen sich, wie das Ganze im Carnot-Diagramm dargestellt wird. Und diese Aufgabe werden Sie dann später einer anderen Gruppe stellen, die die Aufgabe dann lösen soll und die Lösung in Logic Circuit implementieren soll. Und wir gehen jetzt mal kurz durch, was ich hier von Ihnen gerne innerhalb der nächsten Stunde sehen möchte. Ihre erste Aufgabe ist, Sie bekommen in Ihren Dreierarbeitsgruppen so ein leeres Template zur Verfügung gestellt. Sie sollen jetzt sich eine Funktion überlegen, die darf irgendeinen Namen tragen. Nennen wir sie mal Y wie üblich. Und die schreiben wir hier rein in diese erste Spalte. Und diese Funktion hängt von irgendwelchen Variablen ab. Deren Namen dürfen Sie sich auch ausdenken. Ich nehme mal die Pauschalnamen x3, x2, x1, x0, aber die können auch a, b, c, d oder u, v, w, x heißen, wie Sie wünschen. Und jetzt sollen Sie eine Aufgabenstellung konzipieren, die für die Minimierung mit dem Carnot-Verfahren geeignet ist. Also, wir haben eine vierstellige boolesche Funktion und jetzt verteilen Sie mal ein paar Einsen und ein paar Nullen und ein paar Don't Cares. Sagen wir mal nicht mehr als 4 Don't Cares, sodass am Ende eine interessante Aufgabenstellung für eine andere Gruppe entsteht. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie mache ich das denn? Wie konstruiere ich denn die Aufgabenstellung, die ich bislang immer nur als Konsument bekommen habe? Und das will ich Ihnen kurz vorführen. Wie konstruiere ich solche Aufgaben für Sie? Naja, ich überlege mir anhand eines solchen Carnot-Diagramms, was hätten wir denn für eine interessante Konstellation von Kernprimblöcken, die hier erscheinen sollte. Die male ich mir erstmal hin und anschließend werde ich diese Kernprimblöcke so mit Einsen, Nullen und Xen auffüllen, sodass eine Funktion herauskommt, die ich dann hier in die Wahrheitstabelle eintragen kann. Also am Beispiel mal, ich überlege mir, dass zum Beispiel eine Kernprimblock-Konfiguration auftreten sollte, die so aussieht. Ja, und Sie können sich das nachher gleich völlig selber überlegen. Zum Beispiel so.
Und so. Das möchte ich nachher entstehen sehen. Und jetzt muss ich mir überlegen, für was für eine Minimalform möchte ich die jetzt eigentlich konstruieren? Für eine disjunktive oder für eine konjunktive oder negiert disjunktive Minimalform? Und daran entscheidet sich, ob ich jetzt vornehmlich Einsen oder Nullen hier eintragen muss in diese Punkte. Ich mache mal irgendwas, ich entscheide mich mal für die disjunktive Form. Das heißt, ich habe hier Kernprimblöcke, die zu Einsen werden sollen. Hier zeichne ich noch die Variablennamen auf: x3, x2, x1, x0. Und nun überlege ich mir, wie ich Einsen und Nullen so verteile und don't cares, dass das eine sinnvolle Aufgabenstellung ergibt. Also mach mal hier ein 1 und ein 1 da rein. Ich setze mal zwei Don't Cares hier. Hier 1, hier eine 1. Und dann setzen wir hier eine 1 und hier eine 1. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, was mache ich weiter an Verteilen von Nullen und Don't Cares. Sagen wir mal, ich lege hier noch ein Don't Care hin. Jetzt haben wir drei, die reichen mir. Und der Rest sind dann Nullen. Jetzt muss ich natürlich noch prüfen, ob ich mir durch das recht schnelle Verteilen von Einsen, Xen und Nullen noch irgendeine Situation eingehandelt habe, bei der ich nicht gesehen habe, dass meine Kernprimblöcke oder das, was ich als Kernprimblöcke gedenke, gelegt zu haben, sich doch noch irgendwohin klappen lassen und die Konfiguration verändern lassen. Also dieser grüne Block, kann ich den noch irgendwo klappen? Oben, unten? Nee, geht nicht. Dieser rote Block hier, kann ich den nach links, rechts, oben, unten klappen? Geht auch nicht. Und der gelbe, ja, der geht auch nicht, sehe ich auch keine weiteren Möglichkeiten, weil er jetzt von Nullen umrandet ist. Und diese 1 dort unten kann ich nicht mit der verheiraten, das wäre redundant. Also damit passt diese Aufgabenstellung und ich kann jetzt anfangen, diese x, 0 und 1 zu übertragen in die Tabelle auf der linken Seite, um daraus die Aufgabenstellung zu generieren. Also 0, 0, 0, 0, dort habe ich ein x. 0, 0, 0, 1, dort habe ich eine 0, 0, 0, 1, 1, da habe ich die 1 und 0, 0, 1, 0, da habe ich die 0. So, Sie sehen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt also mir eine geometrische Konfiguration überlegt für meine Kernprimblöcke und daraus nach einem gewissen Konsistenzcheck eine Aufgabenstellung generiert, die hier in Form einer Spalte Y in meiner Wahrheitstabelle auftritt. Das möchte ich, dass Sie das jetzt tun. Das heißt, Sie werden sich jetzt in Dreiergruppen zusammenfinden, die ich gleich einteilen werde. Und Sie werden in einer Dreiergruppe eine solche Aufgabenstellung entwerfen. Und wenn Sie diese Aufgabenstellung entworfen haben, dann werden wir sie nachher auf ein zweites Jamboard übertragen, wo wir diese Aufgabenstellung dann einer anderen Gruppe geben, die sie lösen soll. Inklusive Implementierung der minimierten Schaltung in Logic Circuit und Verifikation, dass das Ergebnis, was herauskommt, dem entspricht, was Sie hier gefordert haben. Ja, das heißt also, bis auf die Don't Cares, wo sich dann Positionen unterscheiden können, alle spezifizierten Nullen und Einsen tatsächlich in der Wahrheitstabelle von Logic Circuit berechnet werden. Haben Sie dazu Fragen zu dem Vorgehen? Sie erhalten jetzt gleich von mir den Jamboard-Link. Sollen wir danach das Kano-Diagramm wieder löschen, dass nur die Nee, Tabelle bleibt? das können Sie lassen. Sie bekommen dann von mir zum Übertragen in eine Aufgabenstellung für die anderen Gruppen ein zweites Jamboard. Den Link gibt es dann als zweites. Sie bekommen jetzt von mir einen Jamboard-Link, in dem zunächst mal ein grüner Balken auf der linken Seite zu sehen ist. Ja? Grüner Balken hier und das ist die Variante namens A. Und gleich darauf, wenn wir mit der Aufgabenstellung fertig sind, dort werden wir uns dann das Jamboard Nummer B holen, ist ein anderer Link und da sehen Sie hier auf der rechten Seite einen roten Balken und daran merken Sie, in welchem Sie gerade sind. Also der rote ist dann der heiß geschaltete, dem sollten Sie nachher nur Ihre Aufgabenstellung für die anderen Gruppen eingetragen haben. Das machen wir dann aber, wenn wir mit der Konstruktion der Aufgabenstellung zunächst mal durch sind. Okay? Okay. Gut, machen wir das so. Dann muss ich Ihnen den Jamboard-Link hier vermachen. So, Jamboard-Link haben Sie jetzt erhalten. Gucken Sie rein. Und nun werde ich Sie wieder in die Gruppen schicken. Und dort haben Sie den Auftrag, wie gesagt, eine Aufgabenstellung zu entwickeln. Nehmen Sie nicht mehr als vier Don't Cares, aber überlegen Sie sich, wie Sie das Ganze interessant verteilen. Und Sie dürfen dann gleich, wenn Sie in den Räumen sind, wieder diejenige Folie hier aufmachen. Ja? Also
diejenige Jamboard-Seite, die ihrer Raumnummer entspricht. Raum 1 geht zu Nummer 1 hier und Raum 2 geht zu Nummer 2 und so weiter. Und los. Und so wie ich es gesehen habe, waren Sie ganz erfolgreich darin, Aufgaben zu konstruieren. Also jetzt verstehen Sie auch, wie das aus der Perspektive eines Prüfers aussieht. Und dann möchte ich, dass Sie die Perspektive des Prüfers auch in der aktiven Rolle einnehmen, indem Sie nachher mal die Lösung der Aufgabenstellung, die Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen erzeugt haben, bewerten, um zu sehen, ob es Ihrer Spezifikation entspricht. Und dazu bitte ich Sie jetzt Folgendes zu tun. Sie haben gerade im Gruppenchat einen weiteren Jamboard-Link bekommen, und zwar auf dieses hier. Das unterscheidet sich also nur durch die Buchstabierung hier. Hier steht Digitaltechnik 2021-0510B. Und dort haben Sie nochmal wieder 20 leere Seiten. Und jetzt bitte ich alle Gruppen, mal ihre Aufgabenstellung in die jeweilige Seite zu übertragen. Also Gruppe 1, die auf Seite 1 gearbeitet hat, geht auch wieder auf die Seite 1 hier und schreibt jetzt nur ihre Variablenbezeichnung und die Aufgabenstellung hier rein, also die Spezifikation der Wahrheitswerte. Und gegebenenfalls, wenn noch irgendwelche Kommentare dazu müssen, sozusagen, ob eine bestimmte Form erzeugt werden soll, schreiben Sie das noch hier unten hin, sodass wir gleich die Möglichkeit haben, diese Aufgabenstellung zu verteilen unter den verschiedenen Gruppen. Also mal auf. Und dann schauen wir, ob wir dadurch eine Reihe von brauchbaren Aufgaben erzeugen können, an denen Sie sowohl das Erstellen als auch das Durchführen üben können. Also Räume starten, auf. Und jetzt schauen wir mal kurz durch, was Sie für Aufgabenstellungen erstellt haben. Wir gucken uns an, Aufgabenstellung der Gruppe 1. Ja, sieht gut aus. 2. Gruppe 2 könnte noch mal einen Namen hier oben reinschreiben, also wie soll die Funktion heißen? Y, Q, you name it. Ja, die Funktion soll X heißen. Okay, fies, aber geht natürlich. Gruppe 3, gut. Gruppe 4 auch. 5 passt. 6 passt. 7 passt. 8 passt. 9 passt. 10 passt. Sehr schön, das mache ich immer so. Dann brauche ich ja gar keine Klausuraufgaben selber mehr zu stellen. Aber die Klausur in Anführungsstrichen ist jetzt. Das bedeutet, ich werde Sie jetzt mal in die Räume wieder schicken, aber mit einer Zuweisung zu jeweils anderen Aufgaben. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier ein paar willkürliche Verteilungen machen von Zusammenarbeiten. Das heißt, ich nehme mal die 7 hier raus. Die Gruppe Nummer 1 wird sich in Raum 7 gleich begeben. Die Gruppe 2 in Raum 4, die Gruppe 3 in Raum 8, die Gruppe 4 in Raum 10, 5 in Raum 6, 6 in Raum 3, 7 in 2, 8 in 9, 9 in 1 und die 10 in 5. Also Sie sehen jetzt die Zuteilung, die ich hier mal ohne über die Relation hier nachzudenken gemacht habe. Und nun bitte ich Sie, die jeweiligen Gruppen, lösen Sie die Ihnen gestellte Aufgabe und implementieren Sie sie dann anschließend auch in Logic Circuit. Das heißt, versuchen Sie dann mit Hilfe des Simulators möglichst schnell nachzuweisen, dass die Lösung, die Sie erzeugt haben, auch tatsächlich dem entspricht, was als Funktion spezifiziert worden ist. Und weisen Sie nach, dass das so ist. Wenn es nicht so ist, kümmern Sie sich darum, die Fehler zu beheben. Und auf geht's bis mindestens 12:30 Uhr und los.
Sie arbeiten gerade am Bild Nummer 4, stimmt's? Ja. Ja. Könnten Sie noch in der Spalte Y die Werte eintragen, also das, was Sie hier gemacht haben, in der Y-Spalte nochmal zum Vergleich hier links übertragen in die rechte Spalte? Jo. Alles klar, Mal. super, ne? Also mit dem Zweck, dass wir dann auf den ersten Blick sehen, ob die Spezifikation erfüllt wird. Danke. Kurze Frage. Ja? Und zwar hatten wir uns jetzt überlegt, weil wir ja da oben die Schaltung in dem Jamboard, da haben wir ja zwei Not und dann die ganzen, die in den Und-Gatter reingehen. Ja. Könnte ich diesen Dreierblock durch ein NAND-Gatter ersetzen oder ist bei dem NAND-Gatter nur der Ausgang negiert? Also beim NAND-Gatter ist nur der Ausgang negiert, ne? Das Soweit so heißt, ich klar. müsste. Ja. Spricht aber ein anderer Punkt dagegen, warum Sie das nicht tun sollten, weil Sie diese Form, die hier steht, die Sie ermittelt haben über die DMF, sollten Sie 1:1 in eine Schaltung umsetzen. Das heißt, Sie entwickeln hier eine strukturell äquivalente Schaltung. Das heißt, Sie nehmen die Funktion so, wie sie ist, und machen praktisch aus der symbolischen Darstellung, aus der mathematischen hier eine grafische. Und hier ist nirgendwo NAND drin. Hier haben Sie nur Ah, Inverter okay. und Gatter und Odergatter. Das heißt, das hier ist Ihre direkte Umsetzung von dieser Formel in die korrespondierende Schaltung. Und das ist das, was Sie erstmal tun sollen. Wenn Sie die Aufgabe bekommen, formen Sie das um in NAND oder NOR-Logik oder irgendwas anderes. Ja, dann müssen Sie hier erstmal umrechnen, bevor Sie das dann umsetzen. Aber so ist es erstmal die völlig richtige Straightforward-Lösung. Ah, okay, gut. Alles klar, danke. So, hallo Gruppe Nummer 5. Hallo. Sie arbeiten an Blatt Nummer 6, stimmt's? Ja, genau. Und da haben Sie jetzt gerade diese Wahrheitstabelle hier oben erzeugt. Ja, sehen Sie es? Diese mit B, D und Q. Sie sehen gerade an Ihrem Logic Circuit Schematic, da sind zwei offene Eingänge, weil eben zwei Variablen rausgefallen sind. Und das ist ein Problem, auf das ich Sie kurz hinweisen möchte. Das werden wir auch gleich nochmal besprechen, weil es durchaus auch in der Prüfung durchaus mal auftreten kann. Wenn Sie jetzt wollen, dass die anderen beiden Inputs A und C sichtbar sind in der Wahrheitstabelle, dann müssen Sie an die Pins A und C noch irgendwas dranhängen. Und irgendwas dranhängen kann zum Beispiel eine Prüfspitze sein oder eine Leuchtdiode. Ja, sonst merkt nämlich der Logic Circuit nicht, dass das ein valider Eingang ist. Genau, so eine Leuchtdiode. Dankeschön. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich im Plenum. Dann würde es mich freuen, wenn wir mal Ihre Ergebnisse gemeinsam in Augenschein nehmen könnten. Und da sind viele Dinge entstanden, die mir richtig gut gefallen. Jetzt würde ich gerne fragen, gibt es eine Gruppe, die sagt, freiwillig vor, um mal ihr Ergebnis zu zeigen in Bezug auf die Berechnung, die Sie gemacht haben und dann auch mal die Logic Circuit Simulation vorzuführen? Okay, Freiwillige? ich muss kurz noch was fragen. Ja? Ja, und zwar bei der Schaltung machen war das ja immer so, da haben Sie ja quasi bei vier Eingängen immer so acht parallele Leitungen in die Mitte getan, von dem das dann immer alles ausgeht. Wie setzt man die hin? Also, weil wenn man das einfach ins Nichts klickt, dann wird er einfach nur markiert quasi. Hervorragende Frage. Zu dem Punkt wäre ich noch gekommen, nachdem wir uns Ihre Schaltung angesehen haben, aber fangen wir gleich damit an, da Sie ja die Frage unmittelbar stellen. Das wollte ich Ihnen noch empfehlen als Maßnahme, um tatsächlich auch einen einigermaßen übersichtlichen Schaltplan zu bekommen. Ist keine Pflicht, sieht aber besser aus. Sie hatten gefragt nach Ja. sowas, ja? Das heißt also, wenn Sie eine kombinatorische Schaltung haben mit irgendwie einem oder mehreren Ausgängen und einem oder mehreren Eingängen, dann ist es immer ganz gut, wenn man diese Literalgeneratoren auf der linken Seite so anordnet hier, dass wir die Literale und ihre negativen Polaritäten hier jetzt anordnen an vertikale Verteilerschienen. Dann kann man hier die Ausgänge gut zuordnen und es sieht dann sehr übersichtlich aus. Und Sie haben sich jetzt gerade gefragt, wie schaffe ich das eigentlich, diese Dinger hier zu setzen? Denn ich kann nicht irgendwo in der Mitte anfangen und dann Draht ziehen. Das geht nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist Folgendes, ich zeige es Ihnen mal am Beispiel. Wenn ich jetzt meinen Literalgenerator hier hernehme, wo habe ich ihn denn? Dort. Und ich möchte jetzt so eine Leitung setzen. Ich muss von hier aus anfangen. So, und dann kann ich nach oben und nach unten gehen. Und von hier anfangen und an den Punkten wiederum aufsetzen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, eine Linie zu ziehen. Das heißt also, es ist immer möglich, an Kreuzungspunkten oder Endpunkten von Leitungen fortzuführen, aber nicht aus dem freien Raum anzufangen. Es ist eine Limitierung von Logic Circuit, aber so geht's.
denke, dürfte klar sein, oder? Jo, passt, Yep. danke. Genau. So, wenn Sie es jetzt anders gemacht haben, auch kein Problem. Auf jeden Fall sollten Sie auf eine ordentliche Schaltplandarstellung achten, denn das, was Sie als Schaltplan bauen, ist natürlich auch gewissermaßen eine Visitenkarte. Also derjenige, der später diesen Schaltplan entgegennimmt als Ihr Kunde, sozusagen, der möchte natürlich auch Vertrauen haben, dass Sie in der Lage sind, strukturiert zu arbeiten. Das drücken Sie natürlich auch über einen sauber strukturierten Schaltplan aus. Dann, wer möchte denn gerne mal sein Ergebnis vorstellen? Eine Gruppe, die bereit ist, mal ihre Schaltung zu zeigen und die Berechnung dazu. Kann leider keine Bälle werfen hier. Ja, ich Gruppe 10, wir haben zwar ein bisschen ein paar Minus noch mit Ist reingebaut, okay, also Gruppe 10 heißt Plan Nummer 5, ja? ja. Gut. Ja, 10. Achso, Ist nee, nicht. also so rum, ja, wir Also, sind jetzt gerade in 4. Sie sind in 4. In 10 drinnen, wir sind in der Vierergruppe gewesen. Ach so, in der Oder auf Vierergruppe gewesen, das Full-Disk heißt also zwischen. Plan Nummer 10, ja, alles klar. Dann sind wir hier. Ja, also wir haben Also abgesehen Elon davon. Musk zuhört gerade. Wir haben hier einmal an den, also erstmal haben wir uns errechnet, jetzt haben wir alles richtig. Wir haben hier einmal an den, an der obersten Ecke haben wir einmal einen großen Block, dann haben wir hier einen großen Block und da einen großen Block. Genau, und wenn wir jetzt einmal hier anfangen beim ersten Block, ja, also 1, dann ändert sich hier einmal x1 und x. Also, ne, x2 ändert sich nicht und x3 und x4 ändern sich nicht, negiert. Deswegen x2, x3, x4 negiert. Dann beim zweiten Block hier, bisschen ungewohnt mit der Maus das zu erklären, ändert sich x1 negiert nicht und x2, haben wir x1 negiert und x2 hingeschrieben. Beim x3, x4er Block ändert sich alles, deswegen fällt das weg. Und dann beim dritten Block, also hier, ändert sich einmal wieder x1 und x2 negiert nicht und auch x3 ändert sich nicht. Genau, und nach unserer Wahlstabelle sollte das auch passen. Es wäre eigentlich noch die Frage, ob man theoretisch die 1 weglassen könnte, weil ja hier ein x fehlt. Also, egal, auf jeden Fall, Ja, das also sollte. die Frage ist völlig zulässig. Also es geht um die Fragestellung, ob hier das x mitgenommen werden muss. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie trotzdem eine korrekte Wahrheitstabelle erhalten. Aber die Funktion ist nicht minimal. Ja, das würde ja bedeuten, dass Sie in dem Term Nummer 3, also diesem hier unten, auch noch einen Beitrag von der Variablen x4 stehen hätten. Ja, der würde ja hier rausfallen aus dem Grünen, weil er sich in seinem Wert ändert von da nach da. Würden Sie nur diesen Min-Term hier aufschreiben, würde das x4 noch hinzukommen. Das wäre dann eine völlig korrekte Lösung. Da würde in der Wahrheitstabelle an dieser Position 1, 0, 1, 0, also hier eine 0 dann stehen. Jetzt steht dort eine 1. Beides ist konform mit der Spezifikation, aber die Variante, die Sie hier hingeschrieben haben, inklusive das x, die ist natürlich mit weniger Aufwand zu realisieren. Ja, die ist minimal. Und würde das x mit drin sein, dann hätten Sie die Spezifikation insofern nicht vollständig erfüllt, weil es keine disjunktive Minimalform ist, die Sie erzeugt haben. Ja. Okay. So, trotzdem wäre es von dem Verhalten her eine richtige Lösung gewesen. So, das Ganze, das war ja jetzt hier der Bildschirm Nummer 10, der ist erstellt worden von der Gruppe Nummer 10. Und was sagt denn die Gruppe Nummer 10 dazu? Haben die das richtig gemacht? Der scheint zum Wasser. Ja, Ja. okay, alles klar. Und das scheint zu passen. Vielleicht ist das eigentlich ein guter Punkt hier. Wenn wir solche Sachen machen und nachweisen wollen, dass wir eine Spezifikation erfüllt haben, dann muss man das Erfüllen der Spezifikation dem Auftraggeber möglichst auf dem Silbertablett servieren. Ein Silbertablett heißt, ich muss aus dem linken Augenwinkel erkennen können, dass das alles zusammenpasst. So, und jetzt meine Frage an Sie nochmal. Was könnte denn die Gruppe, die das hier bearbeitet hat, noch machen, um dieses Silbertablett herzustellen? Ist nur eine Kleinigkeit. Ja, wir könnten das natürlich die Werte hier reinkopieren.
Ja, beziehungsweise genau, die Werte noch übertragen. Ja? Also, die haben auf der linken Seite mit dem Y eine Spezifikation und da ist eben noch diese Spalte frei, die dient dazu, um das nochmal einzutragen und dann sehe ich auf den ersten Blick, ob das passt. Und jetzt schauen wir mal, das ist ja nicht genau dasselbe wie das, was in der Spalte daneben steht, weil sie natürlich die Don't Cares jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie das konkret auswerten, mit Nullen und Einsen belegen. Und deswegen wollen wir gerade schauen, ob wir dort die richtigen Werte bekommen. Das heißt, überall dort, wo in der zweitletzten Spalte eine 1 spezifiziert ist, muss in der letzten Spalte auch eine 1 stehen. Wo eine 0 spezifiziert ist, muss auch eine stehen. Aber bei den Don't Cares darf beliebiges stehen. Und da tragen Sie nochmal schnell nach, dass wir das in der übersichtlichen Form da haben. Genau, dort haben wir eine 0 für ein x. Der Rest stimmt überein. Genau, super. Ja. Genau so stelle ich mir das vor. Das heißt, für mich ist jetzt auf den ersten Blick erkennbar, Sie haben die Spezifikation erfüllt und die Freiheitsgrade, die Sie hatten bei den Xen, die sind gebunden und wie Sie die jetzt gebunden haben, das war Ihre Wahl. Prima. Zeigen Sie noch mal kurz Ihre Schaltung in Logic Circuit. Zeigen Sie uns noch mal die Berechnung der Wahrheitstabelle. Genau, was bei der Wahrheitstabelle jetzt wichtig ist, und das haben wir auch gerade gesehen, dass die Reihenfolge der Variablen, das ist also das x1 bis x4, dass das genau dem entspricht, was auch in der Spezifikation gestanden hat. Also gehen wir nochmal hier rüber. Hier haben wir dort oben links x1, x2, x3, x4 in der Reihenfolge von links nach rechts stehen. Also hier x1, x2, x3, x4. Und wenn hier eine andere Reihenfolge stehen sollte, dann ist es ganz schwer, die Korrektheit von dieser Spezifikationserfüllung zu überprüfen. Ja, Sie haben das jetzt in der richtigen Reihenfolge hergestellt und deswegen können wir 1:1 sehen, dass das gut war, was Sie gemacht haben. Und wenn ich noch ein bisschen Kritik üben darf, sozusagen Kleinigkeiten, so kleine Dinge, die manchmal mein optisches Empfinden etwas stören, das sind, wenn Sie in der ersten Reihe oder ersten Spalte, genau gesagt, die Inverter so nicht ganz genau untereinander platzieren. Ja, also als Ingenieur ist man auch ein bisschen verpflichtet, etwas künstlerisch akkurat zu arbeiten. Das heißt, nehmen Sie sich mal hinter X4 den Inverter und schieben Sie den mal eine Position weiter nach rechts. So, das finde ich schon viel schöner. Und jetzt oben drüber noch, wenn Sie über den Inverter von X3 gehen, wenn Sie einfach mal diese Leitung oben drüber einen Ticken hochziehen. Einen nach oben. Ja, genau. So, und auf diese Weise vermeiden wir also unnötige Leitungsbewegung, wenn man so will. Den oben drüber und sagen, der muss jetzt sein, weil es jetzt gar nicht anders geht. Ja, das ist nicht so gut, weil Sie jetzt die Elemente Kante an Kante schieben. Dann machen Sie den oberen lieber noch einen höher. Ja? Ups. Ja, genau. Also so ist es okay. Also dort, wo jetzt Ecken und Kanten notwendig sind in der Leitungsführung, da ist es natürlich zwingend, das so zu tun. Aber dann sieht es gleich ein bisschen angenehmer aus. Okay, prima. Die Möglichkeit, die Sie auch haben, ist, wenn Sie aus Ihrer Funktionsbibliothek den Literalgenerator verwenden, um die positiven und negativen Literalpolaritäten zu erzeugen, dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen aufgeräumter aus, aber das ist jetzt an dieser Stelle keine Pflicht. Das heißt, wenn Sie das so machen, ja, dann sparen Sie sich den Inverter dort nochmal ausdrücklich auszuführen und insgesamt kommen Sie mit ein bisschen weniger Platz aus und zwar aus dem Grund, weil das Herumführen um den Inverter natürlich in diesem Element drin gemacht worden ist. Und wenn Sie sich ein bisschen an so eine Schaltplandarstellung gewöhnen, dann haben Sie immer eine relativ kompakte Darstellung, aus der die Logik auch sehr schnell ablesbar ist. Dann schauen wir mal, wer hat noch eine Lösung, die er vorstellen möchte? Weitere Freiwillige? Ich habe schöne Lösungen gesehen. Oder sonst wähle ich mir mal eine aus, die ich noch mal gerne sehen möchte. Und zwar diejenigen, die das Bild Nummer 4 bearbeitet haben. Das war die Gruppe Nummer 2, richtig? Ja, das waren wir. Genau. Sagen Sie auch noch was dazu? Ja, also als erstes haben wir hier den Werte übertragen. Also die hier, die Werte hier haben wir übertragen. Und dann bei denen war der Nachbarschaft zu herzustellen war ein bisschen schwierig, weil als erstes hat man das hier gesehen, so auf erster Blick. Und dann stellt sich heraus, dass es diese rote Kasten hier dann irgendwann vom anderen Kasten komplett überdeckt wird und dementsprechend ausfällt. Und ja, und die Ecke hier war auch relativ schwer zu sehen bei erster Blick. Ja, ich muss sagen, es ist eine ganz tolle Aufgabe. Wer hatte die erstellt? Das war die Gruppe 4, ne?
Also ganz großes Lob, tolle Klausuraufgabe. Sie haben Ihre kompetenten Kolleginnen und Kollegen hier herausgefordert, aber die haben es erfolgreich gelöst. Sehr schön. Was sagt denn Genau. die Gruppe 4 dazu, sozusagen aus Ihrer Sicht? Ist das die richtige Lösung? Ja, das passt, haben wir genauso. Na, genau. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte hier, einfach weil dieses Ding da, ja, haben Sie gesehen, auch da ließe sich natürlich ein solcher Balken ziehen hier, der aber vollständig überdeckt ist vom Rest und dementsprechend redundant ist. Und jetzt sehen Sie genau den Grund, warum es wichtig ist, diese privaten Einsen oder im konjunktiven Fall die privaten Nullen zu nummerieren, weil Sie diese private 1 in diesem Fall eben nicht finden würden. Und dann wissen Sie, dieser Block muss raus. Und deswegen immer, immer, immer diese Nummerierung durchführen. Das bewahrt Sie dann vor einem größeren Schaden hier. Die Funktion, die dann entstehen würde, wäre übrigens immer noch korrekt. Ja, in der Wahrheitstabelle könnten Sie am Ende nicht sehen, dass Sie eigentlich einen Term zu viel drin haben, weil die Spezifikation ja nicht verschlechtert wird dadurch, dass Sie jetzt zusätzlich noch einen Term dazu machen, der nur dieselben Einsen liefert, die es vorher schon gegeben hat. Aber Sie würden natürlich ein und dieselbe Funktion dann mit wesentlich mehr Hardware bauen müssen. Schöne Lösung, die Sie jetzt dargestellt haben. Auch da sehen wir, dass die Spezifikation erfüllt wird. Die Einsen, die gemacht werden sollten, sind gemacht und die Nullen, die gebaut werden sollten, sind auch gemacht. Und an den Stellen, wo Don't Cares gefordert waren, ja, da haben wir meine 1, 1, genau, ne? Passt auch alles zusammen. Wir könnten jetzt natürlich alle Schaltungen und Lösungen durchgehen. Dazu fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit. Aber ich muss sagen, das, was ich jetzt von Ihnen hier gesehen habe, das zeigt doch, dass Sie diese Aufgabenstellung wirklich sehr gut verstanden haben. Das freut mich sehr. Und was mich besonders freut, ist, dass Sie auch in der Lage waren, eine solche Aufgabenstellung zu konstruieren. Ja, und sagen, wer es konstruieren kann, der weiß auch, wie es funktioniert. Da haben Sie ganz hervorragend gearbeitet. Ich bin richtig stolz auf Sie bei dieser Runde hier. Und damit möchte ich mich dann auch für heute bei Ihnen verabschieden. Mit einem kleinen Hinweis noch, heute Abend um 20.30 Uhr finden Sie mich wieder auf AlphaView. Ich werde den Link nochmal posten. Also wer mit Kamera an heute Abend ein bisschen völlig frei vom Thema Digitaltechnik, einfach mit dem Bier in der Hand mit mir quatschen möchte, ist da herzlich willkommen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen und uns ein bisschen über Dinge unterhalten können, so die uns neben dem Thema 1 und 0 und Don't Cares noch beschäftigen. Haben Sie noch Fragen für heute? Nee, soweit nicht. Alles klar. Dann machen Sie es gut. Ran ans Mittagessen. Wir sehen uns dann, wer möchte, heute Abend 20.30 Uhr. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.